Hallo Freunde, mein Name ist Fangmillis. Dieses Video ist eine Fortsetzung des Energiestoffwechsels. Falls du das Video zu den Energiespeichern noch nicht kennst, dann klick einfach oben rechts auf die Infokarte oder unten auf den Link in der Videobeschreibung. Sofern du das Video schon geschaut hast, dann geht das hier jetzt weiter mit der Belastungsintensität und der Belastungsdauer. Der Energiestoffwechsel ist kein einfaches Konstrukt. Die Evolution des Menschen hat sich durchaus Gedanken darüber gemacht, wie man unsere Muskeln optimal mit Energie versorgen kann. Das wird sehr schnell deutlich, wenn wir uns allein den Unterschied zwischen Gewichthebern und Marathonläufern anschauen. Beim Gewichtheben muss unsere Muskulatur innerhalb kürzester Zeit mehrere hunderte Kilogramme heben. Der derzeitige Weltrekord beim Kreuzheben wird von Eddie Hall mit unglaublichen 500 Kilogramm Gewicht gehalten. Wir merken uns also, der erste Faktor, auf den sich unser Energiestoffwechsel einstellen muss, ist die Belastungsintensität. Die Intensität, das Gewicht oder die Last werden entweder als Prozentangabe der Maximalkraft oder des sogenannten Run Repetition Maximum, abgekürzt als 1RM, angegeben. Anders sieht es aus, wenn wir plötzlich Minuten oder gar stundenlang laufen müssen. Der Berlin-Marathon hat beispielsweise eine Strecke über 42 Kilometern und der Streckenrekord liegt bei einer Dauer von 2 Stunden, 2 Minuten und 57 Sekunden, gehalten vom guten Dennis. Der durchschnittliche Läufer braucht jedoch knapp über 4 Stunden. Und als wäre das nicht schon lange genug, kommen die letzten Läufer erst nach über 7 Stunden an. Der hier entscheidende Faktor, auf den sich unser Stoffwechsel dieses Mal einstellen muss, ist also die Belastungsdauer. Für uns reichen die Einheiten Sekunden, Minuten und Stunden. Nun stellt sich die Frage, wie reguliert unser Körper diese unterschiedlichen Energiebereitstellungen? Nun ja, wie wir wissen, kann der Muskel ausschließlich ATP als direkte Energiequelle verwenden. Deswegen ist an den Myosinfilamenten des Sarkomers, das wir schon aus dem Video zur Muskelanatomie kennen, überall bisschen ATP vorhanden. Das sieht dann ungefähr so aus. Zumindest mit ein wenig Fantasie. Und nicht nur das. ATP hat auch noch besondere Funktionen im Muskel, die man gar nicht so mit dem Energiespeicher assoziiert. So hat ATP unter anderem eine Weichmacherfunktion, erhält bestimmte Membraneigenschaften aufrecht, unter anderem auch die Natrium-Kalium-Pumpe und ist auch noch zugleich für den Baustoffwechsel unentbehrlich. Der Vorrat an ATP liegt bei ca. 6 Millimol pro Kilogramm Muskelmasse. Das sind im gesamten Körper ca. 80 Gramm, also nicht mal eine Tafel Schokolade. Und jetzt gut aufpassen, die ATP-Konzentration muss immer gleich bleiben, weil das verdammt nochmal lebensnotwendig ist. Somit können wir auch festhalten, anders als beim Schema der Energiebereitstellung immer suggeriert wird, sinkt die ATP-Konzentration nicht einfach abrupt ab. Ganz im Gegenteil. Die ATP-Konzentration im Muskel verändert sich auch bei den extremsten Belastungen fast gar nicht. Das haben auch Untersuchungen beim Sprint gezeigt. Trotz Laufens mit maximaler Intensität blieb die ATP-Konzentration über den kompletten Sprint hinweg nahezu konstant. Und das wurde schon im Jahre 1983 gezeigt. Aber wie macht unser Körper das? Wie wir schon wissen, gibt es für die ATP-Resynthese zwei Wege, aerob oder anaerob. Aus dem ersten Teil der Videoserie wissen wir schon, dass alle Energiestoffwechselwege nur das Ziel haben, ATP wiederherzustellen. Ob dabei nun der aerobe oder anaerobe Energiestoffwechsel dominiert, das entscheidet die Belastungsintensität. Am Beispiel von Eddie Hall wird innerhalb kürzester Zeit eine enorme Intensität erreicht, die wir so nicht unendlich lange aufrechterhalten oder wiederholen können. Normalerweise sprechen wir hier von einer 100%igen Belastungsintensität, also dem sogenannten One Repetition Maximum. Mehr geht also nicht. Nach dieser hohen Intensität sind wir zwar sehr, sehr erschöpft, aber ein Brennen in den Muskeln spüren wir normalerweise nicht. Wie wir aus dem vorherigen Video wissen, spricht man hier vom anaerob-alaktaziden Energiestoffwechsel mithilfe der energiereichen Phosphatverbindungen ATP und KRP. Im Falle von Dennis wären wir jedoch im aeroben Bereich, also dort, wo Kohlenhydrate und Fette oxidieren. Jetzt wird es so langsam immer logischer, inwiefern Intensität und Dauer im Zusammenhang stehen, nicht wahr? Falls nicht, dann sei gespannt auf das nächste Video. Dort geht es nämlich um die unterschiedlichen Reserven der Energiespeicher und wo sie eigentlich gespeichert sind.
Wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben, konstruktive Kritik und jeden neuen Abonnenten.